Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute bin ich in der Nähe von Augsburg und zwar bei der Singoldbrennerei. Die Singoldbrennerei ist ein bisschen besonders, denn es ist eine Showbrennerei, Erlebnisbrennerei, wo man ja das Whiskybrennen richtig erleben kann. Man kann hier, man sieht es, direkt an die Whisky-Distille rangehen und es wird natürlich auch gebrannt. Und man kann direkt erleben, wie denn der Whisky gebrannt wird. Das werden wir heute mal erleben. Aber erstmal ein bisschen Hintergrund zu Singold. Singold ist eigentlich ein Fluss hier in der Nähe. Und die Brennerei wurde nach diesem Fluss benannt, um ein bisschen die Regionalität abzubilden. Man kennt es aus Schottland, werden nach einem Berg benannt, werden nach einem Tal benannt, manche nach einem Fluss benannt. So wurde die Brennerei auch nach dem Fluss benannt. Aber im Englischen haben wir diese zwei Wörter, Sin und Gold, eine Bedeutung. Sin steht für ja, das Laster, für die Sünde. Das wird bei der Brennerei durch die Farbe schwarz dargestellt. Und man sieht schon, innen drin ist alles schwarz gestrichen. Und dann kommt noch Gold, was ja, das Besondere darstellt. Das wird durch die goldene Farbe, die man hier außen an der Wand sieht, dargestellt. Und das zeigt so ein bisschen diesen Kontrast. Und jetzt gehen wir mal rein und schauen, wie bei Singold produziert wird. Ja, das hier ist der Anfang bei Singold. Singold bekommt sein Wasser noch nicht aus dem Fluss. Sie überlegen sich, ja, in Zukunft diesen Fluss auch zu verwenden. Es ist nur eine, ja, eine gewisse Prozedur mit dem Wasser. Das Wasser wurde schon getestet. Es gibt auch eine Forellenzucht in der Nähe und das Wasser sieht sehr gut aus. Aber dafür braucht man eine gewisse Qualität. Aber die Brennerei hat einen Vertrag mit dem, einem örtlichen Wasserwerk und einer örtlichen Quelle, der ihnen sehr gutes Wasser liefert. Trotzdem geht die Brennerei nochmal hin und sagt, okay, wir wollen unser Wasser selbst nochmal ein bisschen aufbereiten, damit wir den Härtegrad einstellen können und genau wissen, wie gut das Wasser für unser Melzen ist. Im Maischentopf wird er ungefähr bis 1200 Liter voll gefüllt. Das Malz ist ein deutsches Malz. Es wird aber auch darüber nachgedacht, ob wir regionales Malz aus der Umgebung hier bezogen wird. Also der Bauer, mit dem wurde schon gesprochen. Zurzeit wächst noch Mais drauf, aber später wird dann mal Gerste verwendet. Was besonders ist an der Brennerei ist, beim Maischen wird nicht geläutert. Das heißt, es wird nur eingemaischt und es wird nicht der feste Bestandteil am Ende herausgefiltert, sondern der feste Bestandteil geht weiter in die Fermentation. Das ist eine sehr, sehr, sehr klassische alte Weise und man bekommt nicht ganz so viel Output, wie man es normalerweise hat. Bei der Fermentation setzt die Brennerei auf Stahltanks, neue rostfreie Edelstahltanks. Es gibt auch eine Kühlung für besonders langsame Fermentation, die dem Ganzen gewisse Weiche gibt. Auch 1200 Liter und es gibt nur einen Fermentationstank. Es ist halt eine kleine ja, Craft-Brennerei. Output ist ungefähr 1200 Liter mit ca. 10% Alkohol und der wird dann über diese Pumpe hier am Boden direkt in die Brennblase weitergepumpt. Die Brennblase hat ein Fassungsvermögen von ca. 300 Litern. Der Helm ist ein extra hergestellter Whisky-Helm, den es so bei dem Hersteller nicht gibt, also eine Sonderanfertigung. Und mit 300 Litern muss die Brennerei ungefähr viermal brennen, um die 1200 Liter aus dem Fermentationstank ja, in Rohbrand zu verwandeln. Nachdem es in der Potstill gebrannt wurde, gibt es noch drei Böden der Kolonne. Das heißt, hier wird das Ganze ja, sehr rein destilliert und wir kommen dann am Ende auf einen Rohbrand von ca. 80-82%. Wird natürlich alles genau gemessen und wir sind zurzeit noch im Mittelstück. Und wie man hier sieht, alle paar Minuten wird hier ein halber Liter ausgeschüttet, der durch dieses Zollmessgerät gemessen wird. Was besonders bei der Brennerei ist,
Hier wird kein Recycling des Abfalls betrieben, also die Fanes und also der Vorlauf und der Nachlauf werden nicht wieder zurück in den Kessel geschüttet, sondern die werden gesammelt und dann zusammen mit dem Zoll vernichtet. Also die Brennerei brennt mit ca. 80%. Und jetzt gehen wir mal zu den Fässern. Die Brennerei wurde 2017 gebaut, aber Syngold gab es schon seit 2012 und es wurde schon Syngold dort produziert auf gleichen Anlagen, gleichen Produkten, gleiche Einstellungen, aber eben noch auf anderen Brennereien in Lizenz. Und alles, was hier in diesem Lagerraum ist, was noch ein wenig leer ist, ist in der Brennerei produziert worden. Ja, die Brennerei füllt mit 65% ab und es gibt einen normalen Single Malt Whisky, es gibt einen Cask Strength, es gibt einen Sherry Cask, es gibt einen Portwein Finish und ich denke mal, in Zukunft wird es auch noch eine ganze Menge andere Abfüllungen geben. Was auch noch sehr besonders ist, ist, wir sind jetzt im Zentrum der Brennerei, was umgeben ist von der Fermentation, von dem Maischen, vom Brennen, was wir vorher gesehen haben. Und auf der anderen Seite gibt es noch ein Restaurant. Hier ist natürlich außenrum alles isoliert. Trotzdem ist es in diesem Raum hier vom Klima her genau wie draußen. Denn an der Decke hier gibt es an allen Seiten Schlitze. Und die werden nur durch ein Gitter, um Vögel und Insekten rauszuhalten, getrennt. Das heißt, wir haben hier im Winter haben wir hier ein sehr, sehr, sehr kaltes Klima. Bei den normalen minus 5, minus 7 Grad in Bayern wird es hier drin gerade um den Gefrierpunkt kalt sein. Heißt, die Fässer atmen sehr stark und es wird einen sehr großen Austausch zwischen dem Inhalt der Fässer und der Fasswand geben, sodass der Syngold Whisky einen intensiven Geschmack bekommen wird. Ja, ich hoffe, euch hat euch dieses 360-Grad-Video gefallen. Wem es besonders gefallen hat und meint, ich sollte mehr von diesen Videos drehen, lasst einfach mal einen Daumen hoch da. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.